Ich war damals beim Arzt, weil ich schon immer einen großen Kinderwunsch hatte. Schon sehr früh, ich habe immer mit Puppen gespielt. Mit 40 hat meine Mutter mal zu mir gesagt, ich kann es gerne warten, bis du mal ein Kind bekommst. ja, mit 19 habe ich das dann abklären lassen. Da kam raus, dass ich eine Chemie habe und dass es nicht einfach wäre. Und ja, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass ich keine Zeit mehr habe. Und habe dann den schnellstmöglichen Weg gesucht. Das war mit 19, als ich im Krankenhaus war, eine Jahreskontrolle durchgeführt habe, wie es eigentlich üblich ist. Und dann die Schilddrüsenwerte sehr gut waren. Und da hat er sich mit einem Ärzteteam beraten und die haben dann gesagt, dass ich eigentlich nur an dem liegen kann, weil ich auch keinen natürlichen Zyklus hatte. Ja. Genau, in der Schweiz ist es nicht erlaubt, da braucht man einen Partner, zum Kind, also um ein Kind zu bekommen. Und ich habe nur Spanien gefunden als Option, darum bin ich wahrscheinlich direkt nach Spanien gegangen, weil wir machen schon seit 20 Jahren Urlaub in Spanien. Und ja, ich habe mich schon immer in diesem Land wohlgefühlt und fand es eigentlich noch eine schöne Idee, dass mein Kind dann von hier kommt. Das war eine Klinik in Barcelona, die wurde mir eigentlich als erstes angezeigt. Ich habe dann ein paar Bewertungen gelesen, aber ich habe gedacht, ja, so viele Kliniken wird es wohl nicht geben, dann nehme ich einfach die. Und ja, dann sind wir dann nach unten gefahren und haben uns beraten lassen und dann habe ich es dort zuerst versucht. Also die Räume waren sehr kühl, es war alles im Keller. Und, das Personal war auch sehr gestresst, ich fand es nicht besonders freundlich. Man muss sich überlegen, dass man, wenn man als erstes diese Behandlung startet, dass man Angst hat, man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Und dann möchte man eigentlich, dass die Leute feinfühlig sind. Und genau das Gegenteil habe ich eigentlich dort unten erlebt. Ja, wir haben es zuerst versucht, nur mit der Stimulation, sondern eigentlich mit einer Insemination, also nicht mit einer künstlichen Befruchtung. Aber leider ist es dazu nie gekommen, weil die Eizelle auch nicht herangereift ist. Ich habe das Personal darauf hingewiesen, dass es bei mir nicht funktioniert, aber sie wollten es trotzdem irgendwie versuchen. Genau, ich habe fast ein Jahr Pause gemacht zwischen Barcelona und dem nächsten Versuch dann. Und es war per Zufall, habe ich eine E-Mail bekommen. Darin stand, dass die einen Kindertag machen in Zürich. Und ich habe mich dann angemeldet und nicht groß darüber gesagt, dass ja schlimmer werden kann es eigentlich nicht mehr, als es sowieso schon ist. Und ja, und dann bin ich das vor Ort und ließ mich behalten. Sehr gut, also das Personal dort war wirklich sehr nett, also auch die Beraterinnen waren ganz toll und die Ärztin war wirklich sehr hervorragend. Sie hat mir auch alle Optionen aufgezeigt, die ich habe, was sie gerne machen würde, was sie gerne testen würde. Und dann habe ich eigentlich direkt einen Termin für das erste Gespräch bekommen. Als ich zu Hause war, wusste ich zuerst gar nicht, was ich gemacht habe, weil das kam alles so auf mich ein. Ich musste das zuerst ein paar Tage verkraften und habe mich dann aber riesig gefreut auf die Reise dann im November. Ganz toll, also ich wurde am Flughafen abgeholt. Das war wirklich etwas sehr Schönes. Und auch dort war alles sehr freundlich. Und ich wurde auch nochmal über alles informiert, habe die ganzen Dokumente erhalten, konnte die ganzen nochmal durchlesen. Und dann haben wir eigentlich schon die Termine für die Behandlung festgesetzt. Und also ich habe zuerst gedacht, dass die Betreuung, wenn ich in die Schweiz zurückgehe, nicht so gut funktioniert, weil wie sollte es auch gehen, wenn ich in der Schweiz bin. Aber das war hervorragend. Ich konnte ganz normal zu meinem Krankenarzt gehen, konnte die Unterlagen einsehen, das hat tiptop funktioniert. Und vor Ort war es dann sowieso gut. Also da wurden alle Fragen geklärt. Ich hatte praktisch gar keine Fragen, weil eigentlich alles so gut erzählt und erklärt wurde. Genau. Also ich bin glücklich. Es ist sehr schön, es ist fordernd. Also ich habe immer zu tun, aber es ist wirklich sehr schön. Und es ist genau das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe. So bin ich nie alleine.
wir haben uns einander und es läuft immer etwas. Ich bin sowieso schon eine sehr unternehmensfreudige Person. Und ja, das ist wirklich etwas ganz Tolles. Aber es war eigentlich so, dass ich beim ersten Mal direkt geklappt habe. Und ich diese zwei ersten wunderschönen Kinder, die jetzt nicht hier sind, bekommen durfte. Und dann war der Wunsch nach einem dritten sehr groß. Eins dazu einfach. Und das hat dann aber zweimal nicht funktioniert. Beim zweiten Mal hatten wir sogar einen Herzschlag vom Baby. Denn beim Mutterschutz war zwei Tage vor Weihnachten. Meine Frau Lars wusste schon, dass es nichts wird, hat es aber nicht gesagt. Er konnte nicht vor Weihnachten. Und dann kurz nach Weihnachten, also es war Silvester, zwei Tage später, mussten wir es leider gehen lassen. Das Herz hat nicht mehr geschlafen und das war wirklich sehr schön. Relativ schnell, es hat einen Moment gedauert, bis ich das Ganze betrachtet habe. Aber ich wusste, ich hatte noch vier einfach haben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir noch mal zwei rein. Im schlimmsten oder im schönsten Falle. Dann hat einfach noch mal Zwillinge. Genau. Die Geburt. Also der Herzschlag ist ja schon besonders schön, aber die Geburt war wirklich das Schönste, was ich hier erleben durfte. Meine Mutter war auch dabei bei deinen Geburten. Es war ganz schön. Vor allem, ich habe zweimal einen Kaiserschnitt, also war es keine natürliche Geburt. Aber trotzdem wurde mir direkt das Baby und die Babys aus dem Bauch eigentlich auf die Brust gelegt. Und ich erinnere mich jetzt noch an den Geruch von diesem kleinen Wesen. Wunderschön. Ja, das war mein letzter Transfer mit diesen Zwillingen, die ich gerade hier habe. Wir waren im Operationssaal, es wurde eigentlich alles vorbereitet und eigentlich wie üblich wird über private Dinge gesprochen. Und da meinte er auch nur, dass seine Assistentin gerade schwanger wäre und auch ein Baby bekommt. Und das macht mich glücklich. Und dann hat er gesagt, so beiläufig, ja, und er wäre dann auch Vater gleichzeitig. Und dann haben wir die beiden gratuliert, dass sie als Paar ein Kind haben. Und es war einen kurzen Moment, war es ruhig im Saal und dann hatten alle begonnen zu lachen, weil ja, sie haben dann erklärt, dass sie getrennt Eltern werden und nicht zusammen. Genau, also es ist ja wirklich so, dass ich die Kinder nur die ganze Nacht anschauen könnte und mir vorstellen kann, noch eins zu bekommen, weil ich habe noch zwei eingefrorene. Und mein kleines Mädchen spielt die ganze Zeit mit ihrer Puppe und kommt zu mir und sagt, Mami, mehr Baby. Sie möchte unbedingt noch eins. Natürlich auch nicht eine Schwester. Das kann ich ihr nicht unbedingt erfüllen, das weiß ich nicht. Aber Hauptsache, sie bekommt noch eins. Und ich weiß auch, dass nicht ich die Mutter werde von diesem Kind. Ich würde direkt die richtige Klinik nehmen, nämlich die IVF in Alicante. Und würde die in Barcelona auslassen, weil die hat mich sehr viel Nerven und emotionale, schlimme Momente beschert und hat auch sehr viel Geld gekostet, das muss man natürlich auch sagen. Die Behandlung kostet etwas und ich würde auch ein bisschen mehr Geduld in das Ganze bringen. Ich war am Anfang sehr ungeduldig, auch hier in dieser Klinik. Frau Kruse, also Marie Kruse, hatte sehr viele Gespräche mit mir, wo sie wahrscheinlich fast verzweifelt ist, weil ich so ungeduldig war. Genau. Also ich finde die Auswahl sehr gut. Die Kinder gleichen mir alle, das ist wirklich ganz toll. Wir haben alle blaue Augen. Manchmal frage ich mich, wie wohl der Spender aussieht. Weil wirklich alle Kinder aussehen wie ich. Außer es sieht aus wie ich, aber das denke ich wohl nicht. Die anonyme Spende finde ich etwas ganz Tolles. Bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Mittlerweile denke ich aber, hätte ich auch die Wahl genommen, dass die Kinder ihn mit den Spenden mit 18 kennenlernen können. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden damit und würde mich jederzeit wieder für diese Variante entscheiden. Also ich finde, Mutter darf jede Frau werden. Mutter zu sein ist nicht beziehungsstatusabhängig, weil
es ist für mich ein Bedürfnis, dass auch eine Frau haben kann, die keinen Partner haben möchte, so wie ich. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, alleine Kinder groß zu ziehen. Ich weiß, ich bin nicht alleine, aber ich möchte auch, dass die Frau ist und dass sie nicht alleine sind. Es ist einfach wichtig, dass man genug Hilfe im Umfeld hat. Vielleicht die eigenen Eltern, die Geschwister, Cousinen, Cousins, Freunde, das kann alles sein. Weil das Umfeld macht es aus. Ein starkes Umfeld ist genauso gut wie ein Partner oder ein Vater. Genau. Vor allem ein ganz, ganz liebes Dankeschön an die ganze Klinik, die ganzen Leute, die beteiligt waren. Es fängt ja an, unten an der Rezeption bis zu den Ärzten. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber andererseits meine Mutter, die war von Anfang an dabei. Sie hat mich bei allem unterstützt, hat bei jedem Transfer die Hand gehalten, wenn sie dabei sein konnte. Sie war bei der Geburt dabei, sie unterstützt mich bei den Kindern. Und es gibt nichts Schöneres, als sie an meiner Seite zu haben.